Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Das ist das erste Mal, dass ich eine Folge am Samstag veröffentliche, eine One-App-A-Day-Folge. Eigentlich ist es ja nur Montag bis Freitag. Diese Folge nehme ich übrigens am Freitagabend auf. Warum veröffentliche ich diese Folge am Samstag? Ganz einfach, ist die Olympischen Spiele haben angefangen. Freitagnacht war die große Startfeier. Und obwohl ich ja den Olympischen Spielen und sowieso den Olympischen Spielen in Rio, ganz ehrlich, oder in Brasilien insgesamt kritisch ein wenig gegenüberstehe. Es gibt die Rio-App. Die gibt es für Android und iOS natürlich. Da schaut ihr einfach mal in den App-Stores nach, wenn ihr euch dafür interessiert. Und ich möchte kurz sprechen über die Rio 2016-App für Windows 10 Mobile. Das wird ja ein bisschen wahrscheinlich nicht so wahrgenommen, deswegen über die App sprechen. Rio 2016 heißt sie. Sie ist kostenlos. 17,41 Megabyte groß für Windows von 8.1 und Windows 10 Mobile und hat bei 21 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 3,6 Sternen. Das könnte durchaus mehr sein. Was mich persönlich was mir nicht so gefällt ist, oder was ich schade finde, dass die App nicht hat, ist, sie hat keine deutsche Sprachunterstützung. Man kommt allerdings durchaus auch mit dem Englischen klar, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wenn ihr sie startet, dann könnt ihr erstmal die Sprache aussuchen. Wie gesagt, Deutsch ist nicht dabei, aber irgendwie Englisch und Spanisch und Türkisch und irgendwas Asiatisches, Chinesisch vielleicht, ist auch noch dabei. Dann könnt ihr euch auswählen, eure Favorite Country, also euer favorisiertes Land. Wahrscheinlich würde man da das Heimatland nehmen, denke ich. In unserem Fall wäre das dann Deutschland. Und dann kann man ebenfalls noch den favorisierten oder die favorisierten Athleten auswählen. Da kann man fünfmal wählen, gewissermaßen, um von denen dann, also nicht von denen direkt natürlich, aber wenn die irgendwelche Medaillen erringen, kann man dann direkt Push-Mitteilungen bekommen. Da habe ich eine Athletin, wie gesagt, interessiert mich eigentlich nicht, Olympische Spiele, aber eine Athletin habe ich hinzugefügt, nämlich den Flüchtling Yusra Mardini, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, die Schwimmerin aus Syrien, die ja antritt in der Olympia-Refugee-Mannschaft. Die Lebensgeschichte finde ich einfach toll und wünsche tatsächlich gerade denen ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Was könnt ihr noch machen? Ja, dann ist die App gestartet. Dann könnt ihr sehen, was anliegt an Events, an Herausforderungen. Ihr könnt sehen, welche Medaillen schon errungen wurden. Ihr könnt euch News anzeigen lassen und auch noch Fotos. Woher die genau kommen, das weiß ich nicht. Und dann gibt's noch verschiedene Einstellungen, die ihr über das Hamburger-Menü erreichen könnt. Und Werbung wird natürlich eingeblendet. Und ich glaube, es gab auch sowas wie einen kleinen Shop, wenn ich da richtig gesehen habe. Dass die deutsche Sprache nicht und Infos über Athleten etc. könnt ihr euch anzeigen lassen. So. Was ich schade finde, ist, wie gesagt, deutsche Sprache nicht unterstützt. Aber ich wage weiterhin zu behaupten, ihr kommt da durchaus mit eurem vielleicht auch nicht so gut vorhandenen Englisch durchaus klar. Getestet wie immer auf meinem Lumia 640, da läuft es es gibt Apps, die schneller laufen, aber so, dass man es durchaus noch wunderbar benutzen kann. Wer sich dafür interessiert, der sollte sich das einfach mal runterladen, ist die offizielle App. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Habe ich euch am Freitag schon gewünscht. Und
Wir hören uns Montag. Ciao. Macht's gut. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt bin ich aus dem Konzept. Tschüss. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.